der mit dem Strom sprach. Wie der geniale Erfinder Nikola Tesla zur Kultfigur wurde. Ausgezeichnet. Rudi Riemann, Sänger des Schacher Sepp, wird für sein Lebenswerk geehrt. Fantastisch. Herr der Ringe-Illustrator John Howe verwandelt Saint-Ursanne. Und Dokumentarist. Der Industriefotograf Bernd Becher ist am Freitag verstorben. Das Blitz- und Donnerwetter der letzten Wochen hat die Schweizer das Fürchten gelehrt. Das Gewitter in einer solchen Plasmalampe lässt sich zum Glück gefahrenlos bewundern. Die Blitze im Kugelinnern beugen sich sogar meinem Willen. Was Sie hier sehen, ist eine Weiterentwicklung einer Plasmalampe, die vor über 100 Jahren Nikola Tesla ausdüftete, der Erfinder des Wechselstroms. Sein Einfallsreichtum kannte keine Grenzen. Gegen Ende seines Lebens sendete Tesla sogar Botschaften ins All. Kein Wunder also, wurde der blitzgescheite Physiker bald zur Kultfigur. Wir haben uns auf Spurensuche nach dem Phänomen Tesla gemacht. Sein Name steht für Energie, für Licht und Zukunft. Nikola Tesla. Mit seinen Erfindungen hat er unsere moderne Welt erst möglich gemacht. Seine Motoren und Generatoren treiben unsere Maschinen an, beleuchten unsere Städte. Tesla, der Visionär, der Exzentriker, eine Lichtgestalt. Sein Medium, der Wechselstrom, der unablässige Wechsel von Stärke und Spannung. Seine wichtigste Erfindung, die Tesla-Spule. Der Tesla hat es verstanden, nicht nur den Wechselstrom in einen Drehstrommotor unterzubringen, sondern auch sehr hochfrequente Wechselströme zu erzeugen durch Transformation. Und deswegen kann man Tesla-Spulen bauen, die so groß sind wie ein halbes Haus, und Blitze erzeugen, die so dick sind wie ein Arm. Und das unter anderem hat dem Tesla auch seinen Ruhm erzeugt, sind die berühmten Tesla-Coils und die riesigen Spannungen, die er erzeugen konnte über den Wechselstrom, weil damit ein wahnsinniges Blitzegewitter und wieder ein bisschen Jenseitigkeit und Macht des Spirituellen sozusagen demonstriert werden konnte. Teslas Andenken wird seit langem auch in der Schweiz geehrt. Die Schweizer Tesla Society hat es sich auf die Fahnen geschrieben, den Erfinder wieder ins öffentliche Gedächtnis zu rücken und rührt die Trommel mit einer kleinen informativen Wanderausstellung für die Wiederentdeckung des Genies. Und sei es im Einkaufscenter am Bodensee. Wir von unserer Gesellschaft sind überzeugt, dass der Nikola Tesla über die ganzen Jahre unter seinem Wert existiert hat, aber auch zu Geltung gekommen ist. Es ist auch unser Ziel von unserer Organisation, dass man vor allem all die Themen ins Bewusstsein bringt bei der Gesellschaft. Der Tesla-Funke möge auf alle überspringen. Überall. Geboren wurde der serbische Erfinder 1856 in Smiljan, heute Kroatien. Er studierte Elektroingenieur und kam nach ersten Anstellungen nach Amerika, wo er beim damals größten Erfinder Thomas Alva Edison anheuerte. Edison hatte seine Glühbirne bereits erfunden. Aber seine Gleichstromgeneratoren konnten die Elektrizität nicht über weite Strecken transportieren. Der junge Tesla erkannte die Schwäche des Systems sofort und wusste, dass er mit seinen eigenen Wechselstrommotoren und Transformatoren das Problem beheben konnte. Tesla ging mit seiner Idee zu Edisons Intimfeind George Westinghouse. Es kam zum Streit, zum sogenannten Stromkrieg. Edison gegen Tesla. Gleich gegen Wechselstrom. Guter gegen bösen Strom. Thomas Edison hat immer probiert, den Wechselstrom schlecht zu machen, dass der gefährlich ist. Hat den Tierversuch gemacht, sogar bis zum Elefant hat er die sterben lassen über den Wechselstrom. Und dann ist Nikola Tesla angegangen und hat dann 200.000 Volt über sich gleiten lassen von Simstrom, also vom Wechselstrom, und es ist eben absolut nichts passiert. Die Weltausstellung in Chicago von 1893 war der endgültige Sieg des Wechselstroms über Edison. Mehr als 3 Millionen Menschen wollten das Lichtwunderwerk Teslas sehen. Doch die Kosten des Stromkrieges waren für Westinghouse so hoch gewesen, dass Tesla auf seine Tantiemen aus seinen Patenten verzichtete. Tesla wäre damit unermesslich reich geworden. Gestorben ist er völlig verarmt. Tesla, der Magier, der mit dem Strom sprach, der seine Motoren und Transformatoren vor seinem geistigen Auge sah,
So jedenfalls die Legenden, die er selbst in seiner Autobiografie My Inventions befördert hat. Wenn man seine Erinnerungen liest aus den 30er Jahren, dann denkt man, man hat es mit einem Wahnsinnigen zu tun. Denn da spricht er von Farbeingebungen, von Halluzinationen, die ihm gekommen seien. Er habe sozusagen in Umnachtung, in Trance, den vollständigen Bauplan seiner Maschinen gesehen, so dass er sie gar nicht in einem Labor habe austesten müssen, weil er sie im Kopf sozusagen habe funktionieren sehen. Aber Genie und Wahnsinn liegen ja manchmal nicht weit auseinander. Nur wie sie bei Tesla genau zusammenkommen, das ist übrigens bis heute nicht wirklich erforscht. Spektakulärste Vision Teslas, der Wardenclyffe Tower. 1901 begonnen und nie fertiggestellt. Mit dieser riesigen Funkanlage wollte Tesla die drahtlose Kommunikation mit der ganzen Welt, mit dem Mars, dem Universum. Das ist Tesla, der Spiritist. Gleichzeitig entwickelte er ganz pragmatisch die Grundlagen für das Radio weiter. Er fand die Fernsteuerung, beschrieb die Funktion des Radars. Tesla, das Wahnsinnsgenie, der nur im Hotel wohnte, der aus Hygienewahn keinem die Hand gab, der jeden Tag neue Kleider anzog, Frauen nicht ertrug, weil sie ihm den Verstand rauben könnten. Was braucht es mehr, um zur Kultfigur zu werden? Bis in die Popgeschichte hat es der Erfinder gebracht, als Namens- und Inspirationsgeber der Band Tesla. Gerade Popmusiker kennen Tesla deswegen, weil oft genug sind es auch Ingenieure, die die Tesla-Spule kennen und sie auch schon gerne mal dann einsetzen, um in einem Verstärker ein bisschen höhere Spannung zu erzeugen. Und je mehr man über ihn erfährt, über seine Spielsucht, über seine Wahnbilder, über seinen exzentrischen Lebensstil, umso mehr wird er eine geborene literarische Figur. Und so ist er dann auch bei Pynchon und in die zahlreichen Filme gekommen. Jim Jarmusch widmete ihm eine kleine Anekdote zwischen Kaffee und Zigarette. David Bowie ließ es sich nicht nehmen, als Tesla durchs Blitzgewitter zu gehen. So, this is the great Denton. What's conducting the electricity? Und Arnold Schwarzenegger fährt jetzt auch voll ab auf Tesla. Im Tesla Roadster, dem Elektroauto. Um nichts weniger zu retten als die Welt.